Ich weiß, ich bin jetzt sehr ruhig. Ich bin gerade sehr, sehr ruhig geworden. Das tut mir gerade leid. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie hat mich das Ganze demotiviert, dass die ganzen Ozelote jetzt nicht hier waren. Die wir zuvor ja noch so super erspäht haben. Beziehungsweise die einfach so vor unserem Gesicht gestanden haben. Und sich jetzt einfach dachten, nö, weil nö. Und jetzt wahrscheinlich nö, weil Regen. Ich meine, wie viele Fische habe ich diesem einen Ozelot gegeben? 7 Stück? Alter, ich würde als Katze da sofort, also ich wäre schon nach 2 oder 3 Fischen super freudig gewesen. Aber nicht diese Katze. Die wollte nicht. Das gibt's echt nicht. Naja, anscheinend ja doch. So, dann gehen wir erstmal zu unserem kleinen Häuschen zurück. Damit wir in der Nähe von unserem Kätzchen sind. Können wir denn vielleicht einfach auch mal Tag haben? Beziehungsweise, dass der Regen aufhört? Jawohl. Ozelot. Komm her. Kittykätzchen. Komm her. Entschuldigung. Ich muss ihn nur rantriggern und dann stillhalten. Jawohl! Das ist unsere zweite Katze. Sehr schön. Komm mal mit, Mizi. Es geht gleich nach Hause. Das kleine Katzenhäuschen, was ich gebaut habe. So ähnlich wie die Hundehütte, nur irgendwie wesentlich weniger pompös, sage ich mal. Auch wenn die Hundehütte nicht gerade pompös war. Muss ich erstmal nach oben, um zu gucken, wo die kleine Hütte denn war. Denn ich möchte euch am besten alle auf einem Fleck haben. Da hinten ist es doch. So, das ist Katze Nummer 2. Jetzt habe ich gerade wieder ein bisschen Mut geschöpft. Jetzt geht's wieder. Komm her. Komm her. Kittykätzchen, komm mit. Miau. Ich habe nur irgendwas sich bewegen sehen und dachte mir, Ozelot. Da auch wieder. Hier ist auch einer. Da. Schaf, warst du das gerade? Ich glaube, ich habe nur das Schaf durch die Bäume gesehen. Sehr schön, es hat aufgehört zu regnen. Ach, wie schön das ist. Nur nicht in Kaktus laufen. So, unsere kleine Katze hier drin ist schon mal größer geworden. Kitty, komm rein. Komm her. Kitty, komm. Kitty! Kitty, komm her! Immer diese Kleintiere, ne? Dann setz dich mal hin. Dann schieben wir dich einfach da rein. Ist mir jetzt auch wurscht. Von mir aus mache ich das dann immer so, wenn es nicht anders geht.
im Moment geht's gerade nicht anders. Nein, nicht wieder raus. So, zack, 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 zack. Kick die Katze Tag. Oh yeah. Nicht oh yeah. Sowas ist Buh. Sowas ist ganz böse Buh. Wenn das jetzt auf die Katze gefallen wäre, ne? So. Lasst uns weitere Ozelote suchen. Da in diesem Dschungel anscheinend Ozelote spawnen, werde ich nicht so lange, nicht... Weißt du was? Wir haben da Schafe. Beziehungsweise wir haben da ein Schaf auf jeden Fall. Weg damit. Ich werde mir ein Bett bauen. Doch, hier sind mehrere Schafe. Scharfe Schafe. Die jetzt scheren. Beziehungsweise doch, wir haben hier nur ein Schaf. Das von mir geschoren wird. Hm. Irgendwas muss ich wegwerfen. Ach nee, komm, die Karotten. Beziehungsweise nein, die Karotten brauche ich noch. So, das sind drei. Ach, shit. Bin gleich wieder da. Nee, da ist es nicht. Hier sind sogar Pfeile. Cool. Da ist die Truhe. Die Truhe. Der Bastelkasten. Und natürlich spawnt direkt davor eine Spinne. Dam, badam, bam, bam. So. Ich hab kein Holz mehr? Alter, du willst mich doch verarschen. Jetzt fängt das Spiel an, mich zu trollen. Beziehungsweise ich fange an, mich selbst zu trollen. Da wird wohl eher ein Schuh draus. So, zack. Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack. Bett. Danke. So. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bett, schlafen. Danke. Ist das Bett gerade kaputt gegangen? Nee, da ist es. Gut. So. Jetzt. Karotten. Meine. Her damit. Ich will nicht ohne diese Karotten gehen. Gerade. Kannst mir nicht erzählen, dass die jetzt schon despawned sind. Das waren keine 5 Minuten. Gut, da sind sie. Dankeschön. So. Jetzt gucken, wir haben 2 Ozelote. Wir haben eine Gruppe von 5 entdecken können. Von 5. Das bedeutet, dass wir jetzt... Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen definitiv noch mehr. Das heißt aber, dass wir hier definitiv viel finden können. Und ich denke mal, das wird auch bedeuten, dass wir theoretisch auch nochmal so eine große Gruppe finden könnten. Könnten, wie gesagt. Ich will mein Glück nicht überstrapazieren. Was geht ja wie bei den Hunden darum, sie zu zähmen. Nicht einfach sich zu reproduzieren, sich reproduzieren zu lassen. Ja, komm her. Kitty, kitty, kitty. Ötzchen. Oh, mein Magenknurren war wahrscheinlich das, was sie jetzt abgeschreckt hat.
Ich hau dich jetzt so mit Fisch voll. Dankeschön. Das ist Katze Nummer 3. Ich glaube, man hört's so langsam. Habe ich wieder frohen Mut? Es sind nur jetzt irgendwie so die langweiligen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Angeln oder so, die mich da ein bisschen demotiviert haben. Komm her! Nein, nicht abhauen. Wenn es sein muss, schubse ich dich da auch rein. Und das mache ich jetzt auch. Kick die Katze Tag. Kick die Katze Tag. Es ist der Kick die Katze Tag. I don't give a kick of your cat day. Nein! Buff. 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 So. Dann haben wir mehr Platz. Katzen können auf sich selbst auch selbst aufpassen, deswegen mauere ich sie so ein. Ich habe keine Ahnung, ob hier auch Fische rauskommen können. Ich hoffe einfach mal. Wenn nicht, wäre das irgendwie doof. Und meine Herren, brauchen die großen Katzen viele von den Fischen. Ich meine mal, die Katze gerade eben hat unseren gesamten Fischvorrat aufgebraucht. Den kompletten Fischvorrat. Dieses Musikstück passt gerade nicht. Ich hab's gerade falsch ausgesprochen. Denk nicht. Ich wollte da gerade irgendwas Unanständiges sagen, denn das war nicht beabsichtigt von mir gerade. Ich gehe an Angelplatz. Oh, ich liebe diesen Dschungel. Ich liebe ihn. Das ist der fucking beste Dschungel aller Zeiten. Ist du Karotte? Okay, nee. Aber so langsam wird das doch. Moment. Fisch. Fisch bleibt mal auf dem Slot. Vielleicht wird es ja mit dem zweiten einfach. Komm her. Dieses Musikstück ist definitiv zu leise. Da da dam da da dam da da dam da 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 dam da 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 dam da da dam da da dam. Danke. Der dürfte da ja noch ein bisschen rumtigern. Danke. So, die könnten schon reichen. Wenn der Herr gnädig ist. Der werte Herr Ozelot. Und nicht abgehauen ist. Da ist er.
Noch nicht ganz. Auch noch nicht ganz. Aber bald. Reicht noch einer? Noch nicht ganz. Probieren wir es nochmal. Na komm schon. Komm schon. Na komm schon. Na los. Wow, Level 45. Das ist viel. Na, immer noch nicht. Verdammte Kacke. Aber er ist in der Nähe, das ist gut. Na, komm schon. Ich habe die Spinnseide weggeworfen. Was heißt, wir können uns keine neue Angel machen. Wenn die hier kaputt geht, dann war es das erstmal. Und wir müssen uns zwei neue Spinnseide holen. Aber ich denke mal, das wird machbar sein. So. Na komm schon. Komm schon, Kumpel. Komm schon, Fischi, Fischi, Fischi. Alter, bitte. Mal hier. Danke. So. Da ist er. Na, nicht abhauen. Komm her. Fisch. Immer noch nicht. Gott dang it. Ich kann jetzt aber auch so lange nicht schlafen gehen, solange der nicht bekehrt ist, sozusagen. Weil ich glaube nicht, dass der bei mir hier in der... dass der hier irgendwo bleibt in der Nähe. Ich glaube, der despawnt dann. Bin mir da gerade nicht sicher. Und ich will es auch nicht drauf ankommen lassen. Was machst du denn? Habe ich den doch schon bekehrt? Okay, legen wir uns einfach mal schlafen. Okay. Ist gekauft, ist genommen. Also beschweren tue ich mich nicht. Ganz im Gegenteil. So, du kommst mal mit. Also, das ist Katze Nummer 4. Oh yeah. Schön. Verzeihung. Oh, ich gebe dieses Let's Play noch nicht auf. Ich dachte, dass wirklich die Suche nach den Ozeloten das Schlimmste sein wird. Und habe schon überlegt, ob ich das Let's Play sozusagen erstmal ein bisschen pausiere. Aber ich habe neuen Mut geschöpft. Ich glaube, dass wir dies jetzt schaffen können. Nein, oder? Nein! Nein! War das jetzt wirklich einfach nur die dritte Katze, die groß geworden ist?
Nö, ne? Ich dachte, ich hätte... Okay. Das war doch nur Nummer 3. Alter! Was bist du denn für eine Trollkatze? Hör auf! So. Rein da. Rein da. Rein da. Rein da. Oh! Katzen. Ganz ehrlich. Ah, oh, Mistviecher manchmal. Manchmal echt, also. Da kann man nichts gegen sagen. Manchmal sind sie echt einfach nur krass drauf. Muss ich gucken, ob Mr. Ocelot hier noch irgendwo rumgeistert. Dem wir schon sonst wie viele Fische in den Rachen geworfen haben. Oder ob er sich jetzt denkt, nee, Enderlende Arschlecken, ich will nicht mehr. Ich hab genug Fische gehabt, jetzt hau ich einfach mal ab. Und das scheint auch so zu sein, dass er einfach mal keinen Bock mehr gehabt hat. Sehr schön. Das waren jetzt wie viele Fische? 8? 9? Was weiß ich, wie viele umsonst? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So. Was ich jetzt aber machen werde, ist, ja, erstmal versehentlich gegen die Maus kommen und erstmal ganz komisch den Minecraft-Charakter so hoch und runter gucken lassen. So. Was ich machen werde, ist, ich werde jetzt eine kleine Aufnahmepause einlegen. Werde genug Fische für 10 Katzen fangen. Ich werde mir ein ganzes Stack wirklich voll angeln. Ohne Scheiß, das mache ich. Und wenn ich das geschafft habe, dann werde ich die Aufnahme wieder anfangen. Und ja, bis dahin würde ich sagen, was das von dieser Folge von Let's Play Minecraft. Tut mir leid, dass in den letzten Folgen nicht so viel Eventvolles passiert ist. Deswegen habe ich es ja auch in halbe Stunde Folgen gepackt. Also, naja. Ich bin HBK und ich sage mal Tschüss, bis dann.